Schönen Vormittag auch meinerseits. Ja, wie es aussieht, bekommt Wien voraussichtlich eine rot-grüne Stadtregierung und damit bekommt auch Österreich voraussichtlich die erste rot-grüne Kooperation. Das freut mich, denn damit werden wir auch die Möglichkeit haben, in den nächsten Jahren an die Erfolge von Städten wie München, Köln, Barcelona oder Paris anzuschließen, vor allem im Bereich des Klimaschutzes. Und ich möchte zunächst eines betonen. Diese Gespräche, die geführt wurden in den vergangenen Wochen, sie wurden geführt in einem freundschaftlichen, aber sehr professionellen Klima und hart in der Sache. Und somit haben wir ein Ergebnis vorzulegen, das sich sehen lassen kann und das vor allem für uns nur sehr erfreulich ist, weil die grüne Handschrift in vielen, vielen, vielen Bereichen erkennbar ist. Und nicht nur innerhalb des Ressorts, das künftig von Grünen geführt wird. Nun, das Ressort ist seitens des Herrn Bürgermeisters gerade erläutert worden. Ich kann sagen, an dieser Stelle Folgendes an. Denn dieses Ressort bündelt Kernkompetenzen, die es braucht, um konsequenten Klimaschutz zu betreiben. Und jawohl, Klimaschutz wird hiermit in Wien zur Chefsache. Und die Ambition von uns ist es, tatsächlich Wien in den nächsten Jahren zu einer der führenden Klimametropolen europaweit zu machen. Dazu gibt es einiges an Möglichkeiten und auch Herausforderungen, die das Ressort bietet. Ich denke, dass hier im Bereich des Verkehrs, wo wir jawohl, zwar in manchen Bereichen nach wie vor unterschiedlicher Auffassung sind, wo wir uns aber auf sehr, sehr gute Maßnahmen einigen konnten, uns die Möglichkeit bieten wird, hier wirklich Entscheidungen zu leisten. Und die einzige Herausgreifung, weil ich sehe es auch so wie der Herr Bürgermeister, das haben Sie alles jetzt in Ihren Unterlagen und können das auch alles nachlesen. Wir haben uns vorgenommen, den Anteil der öffentlichen Verkehrsmittel auf 40% zu erhöhen. Wir möchten den Radverkehrsanteil verdoppeln von derzeit 5% auf 10% in den nächsten Jahren. Wir wollen alles Mögliche tun, um in den nächsten Jahren für Lebensqualität zu sorgen und auch für eine Stadt zu sorgen, in der es mehr Freiraum gibt, mehr Grünräume gibt, mehr Möglichkeiten für Kinder zu schwimmen, für Fußgängerinnen und Fußgänger, für Radfahrerinnen und Radfahrer. Also sehr, sehr große Anstrengungen im Bereich der sanften Mobilität. Sehr ambitioniert sind wir im Bereich der Energieplan, wobei an dieser Stelle auch eine Klarstellung, weil es auch einiges an Fragen und Gerüchten gegeben hat. Nein, ich werde nicht zuständig sein für die Stadtwerke. Allerdings muss man sagen, an dieser Stelle, das brauchen wir auch nicht. Hier geht es um den zentralen Bereich, wie gesagt, der Energieplanung der Stadt. Wohin geht die Reise in den nächsten Jahren? Und wir wollen investieren in neue, erneuerbare Energieformen. Wir haben einen sehr ambitionierten Plan. Wir wollen 300.000 Kollektorflächen installiert haben bis zum Jahr 2020. Das wäre eine Verzehnfachung nahezu des jetzigen Niveaus. Das heißt, hier wird es viel zu tun und viel anzupacken geben. Und ja, vielleicht ein drittes, was ich noch herausgreifen möchte: die Tarifreform für die Wiener Linien kommt. Sie kommt aber nicht, das wird Sie nicht überraschen, so wie sich die Grünen vorgestellt haben, weil wir hier auch nicht allein regieren werden. Sie kommt aber in einer Art und Weise, die klug sein wird, die sozial gerecht sein wird und die darüber hinaus Aspekte des Klimaschutzes berücksichtigt wird. Was genau kommen wird, werden wir in wenigen Monaten noch jetzt wissen, denn wir gehen jetzt an mit einer Taskforce, die verschiedene Modelle durchkalkulieren wird, die Vorschläge verbreiten wird und wo wir dann nach Maßgabe der zugegebenermaßen sehr engen budgetären Spielräume für dieses Thema auch schauen werden, was davon umsetzbar ist. Ich möchte jetzt uns alle nicht mehr länger aufhalten, ich vermute, es wird sehr viele Fragen geben. Ich möchte nur eines noch herausgreifen. Ich habe gesagt, doch zu Beginn, es geht jetzt nicht nur um das Ausverhandeln von zentralen Stoßrichtungen, in denen wir möchten, dass die Stadt der Weg in den nächsten Jahren im Bereich des Verkehrs, der Planung, des Grünraumschutzes, des Klimaschutzes, das sind alles grüne Kernkompetenzen und ich vermute, das ist auch jetzt nicht weiter überraschend, dass die Grünen hier besonderes Augenmerk haben. Wir haben aber auch besonderes Augenmerk gelegt auf den Bereich Integration, auf
auf die Bereiche Schule und auf die Bereiche Armutsbekämpfung. Und ja, ich bin unglaublich stolz darauf, dass die Stadt den Weg geht, in den nächsten Jahren massiv zu investieren in die jungen Schulen. Das Angebot auszubauen, den Unterricht zu modernisieren, die Vision der neuen Mittelschule in ganz Wien flächendeckend einzuführen, anzugehen, flächendeckende Sozialarbeit und endlich systematische Unterstützung für Kinder, die Schwierigkeiten mit Deutsch haben in der Schule und deshalb als außerordentliche Schülerinnen und Schüler geführt werden. Wenn es uns gelingt, und ich bin überzeugt davon, dass es uns gelingen wird, wird es in Wien in wenigen Jahren jetzt womöglich keine oder kaum noch außerordentliche Schülerinnen und Schüler geben. Etwa weil wir auch beschlossen haben, verpflichteten Förderunterricht in Deutsch einzuführen für Kinder, die Schwierigkeiten haben. Das sind nur ein paar Highlights und ganz zum Schluss möchte ich hervorheben auch etwas, was uns allen besonders am Herzen liegt, nämlich Wien zur Spitzenreiterin zu machen im Bereich der Armutsbekämpfung. Ja, wir haben beschlossen, den Richtsatz für Kinder und Jugendliche im Rahmen der Mindestsicherung zu erhöhen, dramatisch zu erhöhen, sodass es kaum noch, na nicht kaum noch, es gibt keine Stadt und kein Bundesland in Österreich, das ist nicht nachmacht. Und dann, naja, können Sie versuchen. Also, auf 200 Euro, das ist wirklich, wirklich ein Schritt, der einfach zeigt, wie wichtig es für Wien ist, den Bereich der sozialen Sicherheit auszubauen und auch klarzumachen, dass das eine Stadt ist, in der kein Kind und kein Jugendlicher in Arbeitsverhältnissen aufwachsen muss. Thank you.